Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Black Hoodie Blog. Also, dieses Mal geht es um das Thema 10 Eigenschaften der Kanadier, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Obwohl beide Länder ja westlich sind, ne, gibt es ja doch immer wieder diese kleinen Unterschiede, die das Land besonders machen oder das Volk besonders machen. Und in diesem Video wollte ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen und vor allen Dingen auflisten, was mir so aufgefallen ist, ne? Also, wenn man hier schon so lebt, dann dachte ich mir, teile ich mit euch, was mir so auffällt als Deutscher in Kanada. Und dann steigen wir auch schon gleich ein. Erstens, Eiswürfel. Also Eiswürfel sind ein ganz, ganz großes Thema hier in Kanada oder in Nordamerika generell. Und das egal, also egal ob Sommer oder Winter ist, Eiswürfel im Getränk sind hier Standard. Und ich finde das ein bisschen, also ich finde das in Deutschland nicht unbedingt so, habe ich so nie mitbekommen, dass das immer sein muss. Es reicht vor allen Dingen, wenn du die Cola-Flasche oder das Wasser, die Wasserflasche im Kühlschrank lagerst und mir die so in die Hand gibst. Ich brauche da nicht noch zusätzlich Eiswürfel, ne? Aber hier in Kanada sind Eiswürfel, egal zu welcher Jahreszeit, Standard. Und am Anfang musste ich explizit sagen, dass ich keine Eiswürfel möchte, weil mir ist das zu kalt. Also mir ist das wirklich einfach zu kalt, gerade im Sommer, wenn es so heiß ist und dann diese ganz krasse Kälte in meinem Hals zu spüren, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also das ist so einer der Eigenschaften oder der Dinge, die mir so aufgefallen sind und auf die ich irgendwie ja nicht so unbedingt Lust habe, wenn ich ausgehe. Das ist nur eine kleine Sache, aber es ist auf jeden Fall sehr prominent. Eiswürfel sind den Kanadiern sehr, sehr wichtig. Aus warum auch immer, welchen Gründen, es ist irgendwie so. Genau, und das finde ich auch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Passend zu dem Thema geht es auch schon zum zweiten Punkt, Klimaanlagen. Klimaanlagen sind auch sehr wichtig für die Kanadier. Im Grunde genommen gibt es Klimaanlagen überall. Auch wenn es ein altes Haus ist, es wird einfach diese ekligen, also diese richtigen energiefressenden Bolzen, Würfel, Dinger rausgehangen, damit die halt die Luft zirkuliert. Und das sind diese ja komischen Klimaanlagen, die dann immer so raushängen in alten Gebäuden. Wir haben jetzt eine hier bei uns mit in dieser Kondo-Wohnung und ich muss sagen, ich weiß nicht. Also ich finde Klimaanlagen richtig ätzend, um ehrlich zu sein. Ich habe es lieber, dass ich die Fenster aufmache und so typisch deutsch den Windzug spüre, anstatt dass ich diese künstliche kalte Luft in den Raum blase. Es ist halt nichts für mich. Ich finde es energiefressend, ich finde es blöd, weil dann gehst du durch die heißen Straßen und dann gehst du in den Laden rein und frierst dir da den Arsch ab. Besonders in den Supermärkten, also wenn ich da dann in die Kühlabteilung gehe, ich weiß nicht, was die sich da denken, ob die das mit Absicht nochmal ein bisschen kälter machen, weil es dann richtig, ist einfach arschkalt, ne? Und so wird man ja auch krank. Also so wird man auch voll schnell krank. Keine Ahnung. Deswegen finde ich Klimaanlagen, das ist so ein wichtiges Thema hier in Kanada. Wichtig, beziehungsweise die legen da sehr viel Wert drauf. Oh, sorry. Sorry. Das war der Zug. Ich wohne nämlich an den Gleisen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid für den Soundeffekt jetzt gerade. Auf jeden Fall, ich habe halt überall die Fenster auf, ne? Bei mir läuft keine Klimaanlage, dann kommt schon mal von draußen was rein. Nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, ja, dass mich das so irgendwie, also es ist eine Sache, an der ich mich echt gewöhnen musste, die ich so eigentlich nicht so mag. Ich bin zwar froh, dass wir, ne, muss ich jetzt ja auch gestehen, dass wir eine Klimaanlage in unserer Wohnung haben, aber auch nur, weil unsere Wohnung so schlecht isoliert ist. Also sobald hier die Sonne reinknallt, geht es hier hoch auf 85 Fahrenheit. Was ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel Celsius das sind. Es ist auf jeden Fall heiß und stickig und unangenehm und dann hilft es schon. Aber wenn man einfach besser bauen würde in diesen Kondos, dann hätte man das Problem erst gar nicht, hätte man das eigentlich nicht. Auf jeden Fall, genau, Klimaanlagen ist ein großes Thema, finde ich irgendwie total nervig, ist nichts für mich, finde ich blöd. Muss man sich dran gewöhnen, ne? Es gibt halt nicht, ist nicht alles so wie in Deutschland und den schönen Windzug in Deutschland. Dann zum dritten Punkt, Trinkgeld, genau, das Trinkgeld. So, da muss ich sagen, dass das sehr kontrovers ist. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, da waren Leute auch empört, was ich da gesagt habe, weil ich das so, vielleicht auch weil ich jünger war, in Deutschland mit Trinkgeld halt nur kenne, dass man das, wenn überhaupt, aufrundet.
ne? Oder halt, ja, hier 2-3 Euro, aber jetzt kein Big Deal draus macht. So kannte ich das. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie gefährdend das jetzt ist, dass ich das jetzt sage. Aber ich sag's jetzt einfach mal. Mal gucken. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zum Trinkgeld steht. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriege ich jetzt den Arsch voll von euch. Aber in Deutschland war es halt bei mir immer so, dass ich, wenn überhaupt, aufgerundet habe. Aber oft, ich war ein kleiner Student damals. Ich hatte nicht viel Kohle. Da war Trinkgeld geben halt wirklich nicht unbedingt meine Priorität. So, gestanden. Ich gestehe. Auf der anderen Seite hier in Kanada ist Trinkgeld unheimlich wichtig für die Kanadier oder beziehungsweise für die Kellner, weil die anscheinend ein sehr, sehr geringes Grundgehalt bekommen und dementsprechend ist Trinkgeld, die sind darauf angewiesen. Und dann bin ich gerade am Anfang, war ich immer so irritiert und wusste immer nicht, wie viel muss ich denn jetzt zahlen, ne? Ist das dann quasi von der Steuer dann die 12 oder 13 oder 14, 15%? Das ist es nämlich. Die fangen hier ab 15% an bis hin zu 20%, die du zahlen kannst, je nachdem, wie der Service dir gefallen hat. 15% ist Standard, würde man so sagen. Der Service war okay, war nicht schlecht. Aber 18 ist schon für einen guten Service, genau. Ich finde das viel Geld, by the way. Ne? Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch andere Meinungen. Ne? Ist ja hier freies Land, jeder kann seine Meinung sprechen, ausrufen. Aber ja, für mich war das immer sehr gewöhnungsbedürftig. Ich war immer sehr verunsichert und bin es auch heute noch, wenn ich dann zum Friseur gehe. Wie viel Trinkgeld muss ich denn? Also ich mache jetzt einfach pauschal immer 15, weil ich dann keinen Bock habe, so ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich bezahle und dann denke, ich habe zu wenig bezahlt. Mit 15% kann man eigentlich nichts falsch machen. Und das durch die Bank weg. Aber am Anfang, wenn man aus Deutschland kommt, wo das, ne, Trinkgeld geben da nicht so eine große Rolle spielt, war das eine unheimliche, ja, ich muss mich echt dran gewöhnen, dass ich immer, okay, 15, 18, 20% gebe. 20% muss ich aber auch sagen, habe ich noch nie gegeben. Also, weiß ich auch nicht, ob ich das so sagen sollte, aber mein Gott, Leute, don't hate on me. Ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen krass, weil ich dann auch so denke, they're doing their job, ne? So nach dem Motto, keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie in der Scheiße reinbrechen. Aber auf jeden Fall, genau, war das eine sehr krasse Gewöhnungsphase für mich. Ich zahle auch heute noch, also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel beim Starbucks bin oder beim Subway, da zahle ich keine 15%. Manchmal zahle ich 10%, aber im Grunde genommen, ey, you're literally passing it over to me. Also wirklich das Gericht oder das Essen wird mir quasi so übergeben und dafür soll ich dann noch Trinkgeld zahlen? Also ziemlich ein bisschen übertrieben. Genau, auf jeden Fall ist es immer noch sehr konfus, das ganze Trinkgeld. Gib einfach immer 15% und dann bist du gut. Genau. Eine Sache, an die ich mich echt gewöhnen musste. Kommen wir zum vierten Punkt. Vierter Punkt ist, die Größe spielt keine Rolle. Oh mein Gott, so schlecht. Nein, auf jeden Fall geht es um die Größe der Mahlzeiten. Also wie ihr sicherlich auch schon gehört habt, in Nordamerika oder in den USA ist die Obesity, wie sagt man das auf Deutsch? Obesity? Wie sagt man Fettleibigkeit in der Sprache? Oh mein Gott, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall sind halt gerade in den USA viele Leute obese, also sehr, ne, proper, und dementsprechend habe ich das Gefühl, genauso wie in Kanada sind die, obwohl in Kanada die Zahlen glaube ich nicht so krass sind wie in den USA, weil halt auch die Bevölkerungszahl niedriger ist und von daher, mein Punkt ist, dass die Mahlzeiten, die du bekommst, einfach voll groß sind, ne? Also du kriegst Teller, musst du dich echt erst gewöhnen an diese gigantischen Portionen und ja, und auch kein schlechtes Gewissen, mal Sachen zurückzulassen, weil du einfach nicht so viel so viel essen willst. Muss ja auch nicht sein. Aber das ist so eine Sache, an die ich mich auch erst gewöhnen musste. Ich mache das jetzt heute immer so, dass ich einfach, ja, ich bestelle mir, wenn was zum Mitnehmen, und dann habe ich was zum Abendessen und am nächsten Tag zum Lunch, was für manch andere vielleicht eine Portion gewesen wäre. Aber mein Gott, so ist das halt. So, kommen wir zum fünften Punkt. Ist alles okay? Ist alles okay, ist eine Frage, die wir, also wenn du in ein Restaurant gehst und die Bedienung halbwegs gut ist, sind die also ich wollte gerade Bediensteten sagen, ich sag mal, sind die Kellner total bei dir, ne? Die wollen, dass dir gut geht, die sind alle 10 Minuten da, die fragen nach und manchmal ist es echt übertrieben. Also in manchen Lokalitäten, muss ich sagen, war ich so,
Nee, in den letzten 5 bis 7 Minuten hat sich leider nichts geändert. Mir geht's immer noch gut, ich bin satt, ich guck noch auf die Karte, was auch immer. Du musst jetzt nicht alle 5 Minuten hier sein, aber das ist eine Sache, an die ich mich gerade am Anfang echt gewöhnen musste. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr viel ausgegessen habt oder auswärts isst. Ich habe es damals wahrscheinlich nicht so häufig gemacht, dementsprechend ist es für mich also noch schockinger oder noch ja anders. Irgendwie dadurch, dass ich jetzt hier besonders viel ausgehe und hier besonders viel mache und keine Ahnung, als in Deutschland, als ich noch ein kleiner Student war und nicht so viel Kohle hatte. Und deswegen fällt mir das hier jetzt wahrscheinlich auch viel mehr auf, dass die Bedienung ganz anders ist. Ne? Die sind da wirklich on top. Die sind on top of you. Die wollen, dass du eine gute Zeit hast. Also gute Bedienung. Also ich wollte schon wieder Bediener sagen. Oh meine Güte. Gute Kellnerinnen und Kellner. Die wollen nur das Beste für dich und fragen halt ständig nach. Und manchmal ist es einfach ein bisschen, okay, nee, ist immer noch alles okay, sorry, ist alles gut. Und eine Sache, an die ich mich auch definitiv am Anfang gewöhnen musste. Zum 6. Punkt, passend zum Thema Kellner, Restaurant, Auswärtsessen. Es war auch so eine Sache, die so ein bisschen anders ist als in Deutschland. Also dein Wasserglas wird niemals leer. Ne? Und zwar gibt es in Kanada Tap Water und Water from a Bottle. Basically, ne, mit Gas oder was auch immer. Und Tap Water, weil es halt Leitungswasser ist, ist halt for free, ne. Dementsprechend Standard gibt es überall diese Wasserflasche Wasserflasche vom Tap Water, vom Leitungswasser, und die wird immer aufgefüllt. Also die Kellnerin, wenn du in einem guten Restaurant bist, die sind on top of it. Die wollen sicherstellen, dass du niemals das Glas leer hast. Also die sind da echt, es wird konstant aufgefüllt, und das war am Anfang auch so eine Sache, wo ich so, oh, vielen Dank, Dankeschön, oh mein Gott, ich fühle mich so special oder speziell, weil, ja, das war in Deutschland halt nicht so der Fall. In Deutschland kriegst du deine Flasche hier, die machen den ersten, ne, Gang, machen die noch, und dann ist jut. Vielleicht beim Wein sieht es noch anders aus, aber hier sind die mit dem Wasser echt on top, ne? Wollen halt, wie gesagt, das Trinkgeld, ne? Das ist ja hier alles sehr, sehr kalkuliert. Dementsprechend wollen die sicherstellen, dass du einfach zufrieden bist mit deinem Wasser, und fragen halt immer nach, damit du im Endeffekt ein gutes Trinkgeld zahlst. Eine Sache, an die ich mich auch gewöhnen musste. Ich kann mein Wasser auch selber eingießen. So, dann kommen wir zum 7. Punkt. Die Spannung, der 7. Punkt. Der 7. Punkt ist einfach, ja, das ist auch so eine Sache, oh, das finde ich so ganz, ja, also man sagt ja, eigentlich ist keiner total liberal, aber dennoch sind die sehr konservativ, sprich, du darfst ja halt keinen Alkohol trinken, nicht in der Öffentlichkeit, ne? Nicht so wie in Berlin in der Bahn, da juckt das keinen. Hier ist das schon ein Big Deal, ne? Man soll das eigentlich nicht machen. Und hier gibt es halt auch diese kleinen Läden, diese Liquor-Läden, wo du halt den Alkohol in diesen Läden kaufen kannst. Und immer wenn du in diesen Läden einkaufen gehst und dir einen Wein kaufst oder ein Bier, egal wie geringe Prozent, 3%, doesn't matter, sie werden immer nach deinem Perso fragen. Und ich muss sagen, jetzt wo ich über 30 bin, finde ich das richtig cool. Ich bin dann immer so, bitte frag mich nach meinem Perso. Ich will mich nochmal jung fühlen. Genau, aber es ist eine Sache, an die ich mich am Anfang auch gewöhnen musste, dass der Alkohol nicht so zur Verfügung steht wie in Deutschland. Das ist ja sehr selektiv, und wenn, dann musst du immer deinen Perso mitbringen, und zwar überall. Und das auch in Bars, in... ja, eigentlich nur in Bars, ne? Wenn du ja in Bars rein willst, musst du halt immer dein Perso dabei haben. Und kenne ich so auch nicht wirklich. Dann gehst du einfach rein und gut ist. Und irgendwie kontrolliert das keiner. Nicht in Bars, das ist egal. Clubs ist ja eine andere Sache in Deutschland. Aber so Bars, mein Gott, ne, da steht jetzt keiner mit. Zeig mir mal deinen Ausweis. Jedenfalls nicht in meiner Welt. Keine Ahnung. Kann mich auch wieder irren. Wer weiß, ne? It could backlash now. I don't know. Aber das war halt so meine Erfahrung. Und dementsprechend war das jetzt hier in Kanada schon so, boah, immer mein Perso mitnehmen. Und oh, voll nervig. Eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall gewöhnen musste. Dann kommen wir zum 8. Punkt. Was mir auch aufgefallen ist, gerade am Anfang sehr positiv aufgefallen ist, ist die, die Sache, dass die Kanadier wirklich so freundlich sind, wie man sagt. Und sie lächeln einen auch echt immer und überall an. Also
was heißt immer und überall, ne? Es gibt auch Kanadier, die einen schlechten Tag haben und die laufen jetzt nicht die ganze Zeit so durch die Gegend. Aber es ist oft so, da muss ich sagen, echt, dann gehe ich durch die Straße, lalala, und dann, oh, hi, hi, und man begrüßt sich oder, was heißt begrüßt sich? Man sagt jetzt nicht, hallo, mein Name ist Irene, auf keinen Fall. Aber man lächelt sich schon mal an oder dann steht er an der Straße und sagt dir, oh, deine Schuhe sehen voll cool aus. Dann sage ich, okay, cool, danke, cool, cool. Und dann jeder macht so sein Ding weiter. Und was in Deutschland halt eher so, ne, man ist halt so, okay, please do not talk to me. Und was willst du überhaupt? Also man ist ja eher ein bisschen eingekehrter, in sich gekehrter, vielleicht nicht so offen für ein Gespräch oder für ein Lächeln. Und das war in Kanada auf jeden Fall eine sehr große, positive Überraschung für mich persönlich. Ich fand das schon, ja, gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ich habe erst gedacht so, hä, habe ich hier irgendwas? So, warum sind die so nett oder warum lächelt die gerade so? Aber das ist eigentlich ganz normal. Die machen das every now and again. Wenn die irgendwas sehen oder es denen gefällt, dann lächeln die auch mal oder sagen auch, hey, cool Earrings oder hey, mir gefällt dein Kleid, und man geht weiter und du siehst die Person nie wieder im Leben. Aber man sagt einfach mal, man gibt sich mal Komplimente und man lächelt auch mal, ne? Die sind dann alle so ein bisschen netter, würde ich sagen, was ich auch ein bisschen angenehmer finde. Eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste, aber die definitiv eine positive Wirkung auf mein Day-to-Day hatte. So, dann kommen wir zum neunten Punkt. Der neunte Punkt ist Bekleidung, spezifisch gesehen Sportbekleidung. Ganz wichtig. Ich glaube, meine Meinungen sind auch ein wenig gefiltert oder subjektiv, ja klar, also alle Meinungen sind subjektiv, aber diese Meinung ganz spezifisch, weil Toronto da auch so ein besonderer Fall ist. Man nennt die Leute auch ganz freundlich oder auch eher unfreundlich Basic Bitches, die halt so wirklich mit ihren Leggings, ne, so Yoga Pants, Dutt rumlaufen und auch im Winter immer Yoga Pants anhaben mit ihren Uggs, also so richtig Basic Bitch mäßig. Und das ist auch so eine Sache, da war ich echt so überrascht, dass so voll viele Leute so Sportbekleidung anhaben und die gar nicht zum Sport gehen. Die sind einfach so, die laufen einfach so damit rum. Und das war auch so, okay, I get it, it's comfortable, ne? Es ist vielleicht ein bisschen bequemer als die Jeans oder keine Ahnung. Aber die sind hier echt on top of it. Also die laufen gerne mit ihren Sportbekleidungen rum und das war eine anfängliche Sache, da musste ich auch erstmal gucken, so, hä, es ist schon sehr auffällig, dass so viele Leute andauernd mit Leggings und Crop Top und keine Ahnung was unterwegs sind und die eigentlich sich mit ihrer Freundin zum Lunch treffen und nicht unbedingt zum Yoga gehen. Und ja, also Sportbekleidung an sich wird hier groß geschrieben. Dann, last but not least, number 10, die kanadische Toleranz. Also das war auch so eine Sache, die pfeifen so ein bisschen. Oder ich kann das noch nicht richtig einschätzen, selbst nach 4 Jahren nicht, ob denen das scheißegal ist, was andere über die denken. Oder ob die eher so sind, so hey, jeder macht, was er will, ist cool, liberal sind. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Und zwar ist es nämlich folgendes. Oft sehe ich Leute, also öfter sehe ich Leute in Pyjamas einkaufen gehen. Ne? Das ist so normal. Manche laufen sogar mit ihren Hausschuhen rum. Das sehe ich so ein bisschen, oh, okay, kannst dich nicht vernünftig anziehen, wenn du rausgehst. Aber viele sind dann so mit ihren Pyjamas unterwegs und es ist denen egal. Manche andere Frauen, und das ist ja auch in Ordnung so, sind auch sehr so, ne, halt so offen mit ihren Körperteilen und hey, I'm all about, ne, hier, ne, zeig, was du kannst. Und ich glaube auch mal ohne BH und nur mit T-Shirt rum und muss nicht immer, oh mein Gott, Nippel, Hilfe. Aber es war schon so ein bisschen so, oh, okay, krass, okay, cool, 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 okay. Konservative Irene aus Deutschland, muss ich daran gewöhnen. Auch irgendwie blöd, ne, ist ja auch eigentlich egal, aber irgendwie ist das hier so ein bisschen, wie gesagt, auch mit Pyjama oder keine Ahnung was, die laufen einfach hier rum. Das war's. Ja, also ich muss, hey, kleiner Disclaimer, dieses Video und eigentlich auch alle meine Videos sind, ja klar, Pauschalisierung, weil, ne, subjektive Meinung, habe ich jetzt so empfunden, dass diese Eigenarten existieren von den Kanadiern, an die ich mich gewöhnen musste. Aber ganz klar, muss nicht jeder so sein, ne? Nicht jeder Kanadier ist so, nicht jeder Kanadier, läuft mit Pyjamas durch den Supermarkt. Das ist jetzt nicht wirklich jetzt auf alle bezogen. Aber es sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Sind auch nicht wirkliche, oh mein Gott, No-Gos. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar eher sympathisch, muss ich sagen. Wenn die so sind und ihr Ding machen. Und ich finde, das macht die Kanadier auch ein Stück weit aus. Also von daher
das ist schon so okay. Das sind Eigenschaften oder Eigenheiten, an die ich mich gerne gewöhne und die mir so an sich eigentlich gar nichts ausmachen, ne? Das ist halt so, mein Gott. Und wenn du kein Eis in deinem Getränk willst, dann sag denen das. Oder kein Strohhalm, dann sag denen das. Und dann ist das auch geregelt und keine große Sache. Aber ja, genau. Das sind so die 10 Eigenheiten, die mir bis dato aufgefallen sind. Bestimmt sind da noch mehr, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Aber das waren so die ersten Eindrücke von, wenn ich an früher denke, wie mir Kanada aufgefallen ist. Genau. Und ja, das bringt mich auch schon zum Schluss meines Videos. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, entweder lasst ihr mir einen Daumen hoch da oder ihr abonniert mich, dann könnt ihr noch mehr Videos aus Kanada sehen. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich. Genau, seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.